Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von YouTube. Von YouTube. Von Mario Kart 8 Deluxe auf Nintendo Switch. Was ist das denn jetzt? Mit Keno! Ja. Hallo! Guten Tag. Und Scar, der wohl gerade am Telefon hängt. Ach ja, sorry, hi. Du kannst auch von mir aus auf meinen YouTube-Namen sagen. Und Scholti. Ja, Dark Prince. Ja. Bitteschön. Mach es mit hoch. Passt doch. Ja, zweimal erstes Piste, Big Blue und. Ach, wir spielen 200, sag das doch mal. Ich hab gar nichts gemerkt. Ich hab nur gesehen, ich kam wieder an, hab da schon Standard und so, keine Ahnung. Wenn mir das mal vorher jemand gesagt hätte, ich gesagt, ich muss los. Zu spät. Zu spät. Du, mir fällt gerade ein, ich habe noch einen ganz wichtigen Arzttermin. Ich jetzt noch ganz dringend hin. Ja, ist zwar. Kommt in 10 Minuten. Ist 200 CCM, da kannst du ganz schnell durchfahren nochmal. Bevor du zum Arzt musst. Da hat doch jemand schon tatsächlich die Abkürzung genommen, ey. Ja. Die Abkürzung trau ich mich nicht mal auf 150, also von der. Lass mal. Yoshi's Island ist auch wirklich so die schlimmste Map auf 200, die ich mir vorstellen kann. Die hat so viele Kurven. Das, genau das macht ja so viel Spaß bei 200. So, hier kommt. Maloa! Gibt eine lange Strecke. Oh Gott, nee. Okay, ich verkack. Oh Gott, Bombe. Hey! Hey Alter, ich muss hier los, no. Alter. Ich komme nicht um diese Kurven. Hör mal einen Tipp. Gib mir mal einen Tipp. Muss man hier bremsen? Auf 200 CCM kann man irgendwie effektiv bremsen. Ohne. Die Frage ist, wie bremst man effektiv um die Kurven? Ich schnalze. Na, drück A. Also, wenn du. Also, über was spielst du, wenn du vorne hast? Ich spiel gerade einfach über den Handheld, über die normalen Joy-Cons. Ja. Mit A gibst du Gas und dann musst du manchmal B bremsen. Das ist schon klar, aber ich weiß, wie man effektiv bremst. Mir ist schon klar, wie man bremst. Ich frage mich nur, wie ich effektiv bremse, ohne dass ich einfach in der Kurve stehen bleibe. Weil dann ist ja trotzdem. Als ob ich genau in der Kurve rausgehe. Ist ja geil. Legendär. Aua. Damit mir nicht so was passiert wie dir gerade. Ja, damit ich nicht einfach wie doof aus der Kurve falle. Obwohl ich bremse. Wo seid ihr eigentlich? Ja. Hinten, ja, bis vorne. Ach stimmt, wir spielen ja wieder ohne Computer, wo man weiß, wer der Beste ist, ne? Ja, genau. Und frag dich mal, wer der Letzte ist. Ja, das sehen wir alle. Oh, jetzt nicht. Ja! Sagst du? Guck mal, weißt du, ein Kugelwilli, das ist so wie mit Neuner, mit einem schweren Komm spielen, ja? Das ist für Anfänger, ne? Das ist reines Glück. Ja. Ein Kugelwilli, den muss man nicht steuern, Bruder. Mit Pilzen, Junge. Mit Pilzen muss man gekonnt abkürzen. Aber natürlich kommt man gegen Cheats wie Kugelwillis einfach nicht an. Aber jetzt kommt Machtdemonstration, ich sag's dir, mein Freund. Machtdemonstration. Zeig euch jetzt erstmal mein Lieblings. Da. So, Ärmel werden hochgekrempelt. Bei der Partystraße, ja. Disco. Ja, jetzt wird. Ach, Arme werden hochgekrempelt, so. Konzentration. Von Lo ist mal wieder Erster? Wie immer. Kann man den überhaupt überholen? Ich bin jetzt absolut konzentriert. Mit kein Wort sagen, diese Runde. Mit Hilfe von anderen, die mich abschießen, ja. Alter, das war jetzt laut. Das Spiel von irgendwem war gerade. Extremst laut. Jo. Ja. Der Ingenspiel knallt gerade richtig in meine Ohrmuschel. Ich hör's auch, ja. Boah, das knallt gerade richtig. Bei mir kann's ja nicht sein. Das wäre dann außerdem ich. Tut mir leid. Wo ist denn Keno? Keno, ich hab gedacht, du wolltest was machen. Momentchen, ja, ich muss mich erstmal aufwärmen. Das ist wie beim Sport, erstmal dehnen. Ja. Och Gott. Kommt wieder bisschen, Profimeister. Bisschen Muskeln hier warm machen, weiß ein paar Liegestütze und dann wird richtig gepumpt. Wird ein bisschen geflext.
Wer ist mir da reingefallen? Ich. Ach und, wollte ich noch sagen an Herr Lohr, tut mir leid, dass ich manchmal nicht zurückantworte, weil ich bin auch manchmal im Garten oder irgendwo anders von meiner Familie. Damit du gleich. Okay. Du bist Ska, wo bist du denn? Ich sehe jetzt aber so gar nicht. Sagt er und da ist er vorne. Scheiße. Macht immer so. Komm schon, Jungs. Lass mich jetzt einmal nicht in den Stich. Kannst du dazu? Och Gott. Ich einfach sagen, man sieht sich, ne? Ach komm, ich will dich gleich wieder ein. Scheiße. Da. Wird sie gar nichts ein, ja? Aua. Sagst du? Kugelwilli, wie gesagt, Kugelwilli, ne? Darüber haben wir schon mal geredet. Kugelwilli. Ne? Bei dem Thema ja, waren wir schon mal. Du, der ist schon wieder rausgefallen. Jetzt kommt mal langsam das Ziel, hey, mir ist langweilig. Nee, das ist Mario Kart. Hier ist Hass. Und oh. Ziel. Und mal wieder gewonnen. Was für gewonnen? Du bist Dritter gewonnen. Zweiter, Entschuldigung. Zweiter. Erster ist gewonnen. Gewonnen habe ich, ja. Gewonnen hat der Löwe. Ich bin noch nicht so in 200 drin. Gib mir noch 2, 5, 12 Cups und dann. Einfach alle. Bitte nicht allzu sehr gegeneinander kämpfen, das ist nicht so gut. Guck, was Großstadtfibel. So, welche Map hat wenig Kurven? Richtig, Excitebike 2. Oh, sie macht Spaß. Ach, dazu brauche ich jetzt ein Motorrad. Ohne Witz jetzt, ne, das ist glaube ich die schlimmste Map nach, welche Map war gerade eben noch, wo ich gesagt habe, die Partystraße. Yoshi's, nach Yoshi's Island, die schlimmste Map, die ist auf 200. Ich spiele immer auf 200 den Tag, so eigentlich was hast du aus 50. Ne, ich finde 200, ist zwar ab und zu ganz witzig so, aber am besten kann ich immer noch fahren auf 150. Ist halt so, da sehe ich was passiert, weil bei 200 rauscht die Map nur so an mir vorbei. Ach man, Kino, bleib bei mir weg! Musstest du nicht Vierter sein? Ich muss mit von Loa messen hier vorne. Ich hüpf mal runter. Au! Hä, aber wie bist du wieder vor mir, wenn du runtergehüpft bist? Keine Ahnung, war. Warst du wohl zu langsam und ich war zu weit vorne? Nee, Kino hat mich mal wieder getroffen. Oh Gott! Ich versuch's gerade mit Bremsen, aber ich habe das Gefühl, das macht mich echt nur einfach langsamer, als wenn ich aber rausfalle. Nee, ich probier's auch die ganze Zeit mit Bremsen. Ohne Bremse geht's bei 200 CCM nicht. Ach echt, ja, aber ich der ist. Auch. Nein, ich bin verloren gebremst. Ich bin simpel gesagt einfach zu stupid dafür. Okay, jetzt habe ich zu lange gebremst. Das war jetzt blöd. Nein, ich wollte den PC hier knapp. Scheiße. Hat soll ich mit dem Goldpilz auf 200 CCM? Ich fahr doch so schon schnell. So, jetzt komm, jetzt musst du reinfahren. Ja, so macht man das hier. Und tschüss. Und die Jolty trifft mich die ganze Zeit, das finde ich voll unfair. Ja, verloren, ich muss ihn zu vorne gerade messen die ganze Zeit. Das wird ein Nein! Nein! Mann! Geht nicht so leicht. Also, das war aber knapp, das war aber knapp, oder? Ja, war schon knapp, aber ich bin Erster. Ich war. Ja, du warst nur eine Strecke in der Nase. Schon vor Jolty, vor Jolty, vor Jolty. Flieg! Fahr! Oh, Jolty! Können wir gleich mal Smash spielen? Ich glaube, da bin drin ein bisschen besser. Ja gut, okay, da kann ich nicht mitmachen, weil ich hab kein Smash. Ich kann doch auf dem DS spielen. So. Ah, ich hol mir vielleicht doch bald. Und hol mir vielleicht bald. Also Smash habe ich jetzt aber auch schon lange nicht mehr gespielt. Hat sich irgendeine Map, die einfach nur eine Gerade ist.
Wasserpark. Wasserpark ist doch schön. Strecke. Was? Wieso das denn? Die geht sogar, das Wasser bremst ein bisschen einen aus, aber auch nicht sehr. Warum Hassstrecke? Ja, das ist echt meine Hass. Mach ich nicht so gern. Ist doch eine ganz normale Welt. Ja, wollte ich auch gerade sagen, da gibt es doch nicht mal einen Grund, die zu hassen, nicht mal nicht so auf an sich. Kann kaum rausfallen. Sagst du nur, weil du die ganze Zeit rausgefallen bist. Ja, und? Problem damit? Nein. Ja, würde ich dir empfehlen. Och Gott, Lohe. Was denn? Ich wollte ja Jolti nur helfen, Erster zu werden. Jolti Erster, als ob wirklich Jolti Erster ist gerade. Was willst du denn jetzt damit sagen? Ah. Hallo, wenn du mich überholst, kriegst du was? Hab dich leider schon überholt. Hä? Ich bin doch vorne. Stimmt. Wo ist Jolti? Da vorne. Jolti ist auch eine echt gute Fahrerin. Ach, Keno. Jetzt kommt hier die Machtdemonstration, mein Freund. Ist das hier? Jetzt kommt die Machtdemonstration. Jetzt so nach 5, 8, 12 Cups haben wir eingefahren, jetzt geht's los. Ich muss gerade richtig gut konzentrieren und hart anstrengen hier. Ich bin trotzdem nicht, weil ich einfach zu schnell bin. Das macht einfach keinen Sinn. Ohne Witz, ne? Jolti, irgendwann, ne? Irgendwann. Dann reicht es mir auch mal. Kann doch nicht wahr sein. Jedes Mal so knapp vom Ziel. Du, wie gesagt, jetzt muss ich auch ganz zwingend los, also. Okay, tschüss. Echt jetzt? Ja, ich muss wirklich nicht los. Okay, na dann. Keine Ahnung, was du machst, aber viel Spaß. Nein, ich hab doch gesagt, ich muss wirklich nicht los. Ach so, hab ich nicht verstanden. Es war abgehakt. Alles gut. Alles gut. Ich bin hier. Ich bleib auch jetzt mal hier. Lass uns mal alle den schwersten Charakter nehmen. Wirklich den schwersten. Es gibt einen schweren? Ja, ich weiß nur, dass es Bowser, Knochen-Bowser schwer ist, Bowser schwer ist, Donkey Kong. Ach so, Luigi, so vom Mario. So vom Gewicht her, okay. Ja, wer ist das höchste Gewicht? Boah, wir müssten mal eine Schlacht spielen. Das wird lustig. Nee, Schlacht finde ich so langweilig persönlich. Ich mag den auch gar nicht online zu zocken. Ich habe da so 2-3 Mal reingespielt, aber irgendwie ist nichts für mich. Ich bin eher so. Räuber und Gendarm. Passt doch. Ich und Keno gegen Jolti und Loa. Das wird ein Moment, ich muss ja jetzt erstmal taktisch überlegen, ja? Wo drin? Was du nimmst, oder? Also F-Zero-Map nehme ich, seitdem ich von Löhr diese Abkürzung gesehen habe, auch nie wieder, ne? habe ich auch gedacht, was ist das denn jetzt? Ich schaffe um eine Kurve und dann fliegt er einfach um die komplette Map. Ich so, hä? Was ändert jetzt wieder? Komplette Map? Also wirklich? Ja, nur über die kompletten letzten 3 Kurven, die jetzt... Ja, bei 200 CCM, klar, da hast du so viel Geschwindigkeit, da fliegst du über alles drüber, das stimmt. Am meisten, eine Frage, wie findest du die überhaupt, Junge? Ich fahre da einfach dran vorbei und, ich hab darauf nie geachtet. Du musst Zeitfahren machen. Hätte Rosalina das wirklich so schwer ist. Zeitfahren gegen die Geister. Aber ihr habt jetzt alle schwere Charaktere genommen, ups. Ja, tschüss. Ja, ich hab... Ach Gott, ja, nee. Ich ändere das dann gleich anpassend zum, zum zweiten Rennen hin wechsle ich meinen Charakter. Holy Quackamoli, der König überholt. Der König überholt. Und Rosalina, ja, ist ein schwerer Charakter. Ist ein schwerer Charakter, ja. Genauso wie Gold Mario und Metal Mario und Rosa Gold Peach und... Wer ist eigentlich auf diese ganzen Metallcharaktere? Ach, brauchst du mich nicht fragen. Wo bleibt denn eigentlich Loa? Achso, da ist er ja. Ach, da hinter mir Short. Der ist die letzten 200 Parts mit Steiger gefahren. Da muss jetzt erstmal überlegen, wie das mal gegen den anderen Charakter. Ja, das ist mir zu langsam, ehrlich gesagt.
Mir kommt's eigentlich nur so, als wenn er immer mit Shake reitet. Meinst du mit 150 oder meinst du mit dem Charakter? Mit dem Charakter. Das macht doch gar keinen Sinn, weil desto schwerer der Charakter, umso höheres Maximaltempo hat der. Maximaltempo aber! Wenn's bergab geht. Ja, dafür muss natürlich erstmal so weit beschleunigen, das stimmt auch wieder. Das stimmt. Aber wenn du dann halt mal so krass beschleunigt hast, dann ist halt auch, ne? Nee, Tempo ist nur das Fahren. Nur das Fahren? Ohne. Das ist ohne Boost. Also, Boost hast du mit Schalke und als Kleine am besten. Und da ich hauptsächlich Rutsche und Boost habe, brauche ich das. Dann ist er halt auch als kleiner Charakter auf Lemmy eigentlich. Sozusagen auch. Gehört auch. Ja, komm gut an. Und ich fahr grad wirklich wie der letzte Idiot, ohne Witz. Ich auch. Der Einzige, der mich gerade nervt, für die ist Shorty. Shorty nervt voll gut. Sonst? Ich bin so weit hinten, Alter, kann ich rechnen. Oder muss auch so gehen. Shorty. Ja, abgehängt. Ich muss gerade so ein Ziel. Der König übernimmt die Runde. Ja, soll ich jetzt. Also, ich bin nicht mal ans Ziel gekommen. Das war jetzt auch einfach eine. Beste Runde? Eine etwas bescheidene Runde. Auf jeden Fall. Ich kann nicht auf uns. So schwerer Charakter, einfach ein bisschen zu prahlen. Komm, rum rat. Lohe muss nachdenken. Ich muss nicht. Wenn ich schon nicht gut fahre, will ich wenigstens gut dabei aussehen. Wieso, was hast du jetzt für ein geiles Auto genommen? Auto habe ich noch gar nicht gewechselt. Achso. Ich habe nächste Runde zu. Ja. Ach nee, ich glaube. Ich habe jetzt erstmal einen schmackhaften Charakter genommen. Ja. Schmackhaft? Ja, einfach. Der einfach mal auszahlt. Mal einfach, ne. Hey, sehe ich gar nicht. Wer ist denn das? Ja, da fragst du dich. Ach. Sag ich dir, wenn ich an dir vorbeiziehe. Habe ich schon gesehen. Irgendwann. Du hast dein Auto gewechselt. Ja, muss ich auch gleich nochmal. Vielleicht irgendwas muss Witziges. Muss ich auch. Vielleicht finde ich irgendwas Witziges. Wenn ich schon nicht gut fahre, kann ich wenigstens lustig aber aussehen. Ja, wir nehmen die lustigsten Autos. Jetzt weiß ich, was du meinst, Lör, das ist extrem langsam, ja. Ja, ne? Merkt man schon Unterschied, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ein Loa. So da. Der so ganz langsam mir vorbeifährt. Ist unnormal, oder? Ja, gut, okay, ich mach auch nicht. Aber am schweren kann man noch. Oh, Mann, immer diese scheiß Bomben. Ja. Ich freu mich jedes Mal, wenn ich die krieg. Ich hoffe jedes Mal, du fährst rein. Ah, warum kann der Blunderer jetzt? Oh, nee. Hab ich es getroffen? Ja, leider. Hä, wie? Ist einfach nur runtergegangen, dann hab ich einfach hab ich mich kaputt gefreut. Ich meine, Jolty ist so gemein, die hebt immer ihre Red Shed so eine halbe Stunde lang auf. Seh ich mich hinten mit, nur. Ja, jetzt dominieren wir hier immer das Rennen. Jolty und ich, Alter, jetzt geht's ab. Aber der König kommt wieder mit seinem komischen Hinterteil. Scheiße, was? Der hat doch so einen komischen Po. Ah. Oh Gott. Oh Gott, no, nein. Das ist ein Stern. Oh mein Gott. Fühlt sich jetzt schon wieder fast wie Schalke, ja. Papa. No kommt gar nicht mehr nach vorne von dir. Doch, nee, nicht schon wieder. Ruhe. Wie viele Sterne hast du? Geparkt. Ich hab ein Dauerabo. Dauerabo. Ich müsste mir bald meine neue Online-Karte. Meine. Nur 3 Monate. Ich wollte gar nicht auf Euro für YouTube. Ja. Witzige Geschichte. Ich habe mir das letztens geholt und kurz danach Mario Maker 2.
Und ich habe nicht drauf geachtet, aber da stand auch nochmal online drauf, jetzt habe ich ja für 2 Jahre gespielt. Hätte mir die 20 Euro einfach sparen können. Fürs erste Mal. Jetzt habe ich 20 Euro für nichts ausgegeben. Echt jetzt, Lohr? Nur weil ich vom roten Panzer von Joyty getroffen wurde. Dafür kann ich nichts. Jeder YouTuber, den ich kenne, so wie Paluten, Zombie, GP und so, die spielen jetzt ab sofort irgendwie, spielen jetzt die ganze Zeit nur Mario Maker 2. Weil es ja ein cooles Spiel ist. Weil es neu ist. Das muss gleich jeder irgendwie spielen. So, ich nehme das cool. Beste Auto der ganzen Hallo? Welt. Das Spiel ist auch cool. Und? Hallo? Das hat seine Gründe, warum man das spielt. Das ist einfach Mario Maker 2, Mann. So, ich habe jetzt das beste Auto mit Spiel. Buhu. Nehme ich. Aber was man aussuchen muss, ist immer so schwer. Also Löhr, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit du heute noch hast, ne? Aber ich habe immer Zeit für Smash. Viel habe ich nicht mehr. Ich habe immer Zeit für Kart. Ich habe immer Zeit für Mario. Ich habe nur noch 9 Minuten Zeit, also für die Aufnahme zu allein schon. Und dann muss ich allerdings auch gehen. Ich muss meine Verlobte noch abholen von der Party. Da läuft der Timer, mein Freund. Ja. Da musst du die Rennen aber auch passend fahren, ne? Wie findet ihr mein Auto? Löhr, guck mal. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich kann noch nicht nach hinten kommen. Kann nur hupen. Ich habe zur Abwechslung mal seit Ewigkeit mal wieder ein Bike. Ich hatte schon ewig keins mehr. Also am Anfang bin ich immer Bike gefahren und dann bin ich immer auf Auto umgestiegen und danach konnte ich nie wieder Bike fahren, also weil du ja beim Driften da ganz anderes Verhalten hast. Ja, je nachdem, ja. Wie findet ihr mein Auto jetzt? Seht ihr das? Das ist pinke Katzenauto. Ja. Passt eigentlich zu König. Königin Buhu ist eigentlich eine Königin, wie manche sagen. Nein, das ist König Buhu. Ich meine, ich sagen, König, Königin, Buhu. Das macht keinen Sinn. Also, der Ursprung von König Buhu ist ja, meine ich jetzt, aus Luigi's Mansion. Das ist ja auch König Buhu. Oder Löhr, korrigierst du mich da? Ich weiß, dass du es gespielt hast. Ich habe es ehrlich gesagt keine Ahnung. ich hab den ersten Teil zwar gespielt, aber den König Buhu gab es auch vorher schon. Bist du sicher? Ja, eigentlich schon. Jetzt auch, bist du wirklich, wirklich sicher? Vielleicht im Mario Kart Spiel, das kann sein. Aber ist auch Im Mario Kart Spiel gab es den auch schon bei der Gamecube. Ja, ich meine auch Mario Party zum Beispiel. So, kann mir auch gut vorstellen, dass er schon dabei war. Vielleicht nicht als Charakter, aber so als Event. So auf dem Brettspiel. Ach so. Ja, nur die kleineren Buhu gibt es. Nee, gibt es als spielbaren Charakter, ja, aber ich meine, als Event, da gibt es ja auch immer diese Felder, wo bestimmte Ereignisse getriggert werden. Ne? Ich komme nicht mit dem Katzenauto hinterher. Ich sehe Lohe, ich sehe Georgie, aber wo ist Kenny? Ja, hier wird jetzt einfach mal simple Dominanz gezeigt. Von der ich die ganze Zeit gesprochen habe. Simple Dominanz. Ne? Und ich meine, wir müssen das Rennen ja schnell zu Ende bringen, weil der 9-Minuten-Timer läuft. Ne? Ja, und da muss er noch seine Frau ab. Das ist wichtig. Du musst ja alles, das ist alles auf die Sekunde abgetaktet bei dem. Ja, ja. Ansonsten komme ich zu nichts. Da laufen immer so 10 Stoppuhren und jedes Mal, wenn die klingelt, da hat er was anderes zu tun. Das ist auf eine Sekunde ganz genau getaktet. Jetzt bin ich doch durch eine Banane gefahren. Mensch, was ist passiert? Wo bist du denn? Ey, 2 Bösewichte und 2 Liebende. Passt doch. Stimmt. Ist nicht eigentlich Ludwig auch ein schwieriger Charakter von der Größe her? Nee, Mittel. Ich glaube nicht. Nee. Ich wollte gerade sagen, das ist glaube ich Mittel, so wie Bowser Jr. Ja, da ist Morton oder Roy die dasselbe. Morton und Roy sind die Schweren, ja. Der Coole und der Dicke. Sind auch beide dick. Gut mit dem Standard. Diese. Ich fahr jetzt auch. Animal Crossing, komm schon. Noch ein weiter. Stopp. Ja, große Wuse wieder. Hallo und ich. Wer jetzt gewinnt, hat gewonnen. Das stimmt. Wer gewinnt, hat meistens gewonnen. Hast du recht? Mann.
Okay, du, ich spreche jetzt nicht von dir, ich spreche von mir und Loa. Na dann, bleib mal hinten. Ja, toll, jetzt. Na, jetzt kommt Sinem. Ja, super. Na toll, 9 Minuten vor Aufnahme am Ende. Ja, Mann. Genau. Scheiße. Alter, macht der mal einen Handstand hier. Ich bin schon voll ab. Ja, okay, du, bleib erstmal hinten. Ach, Loa. Weißt du was? Das Leben ist wie ein Spiegel. Man sieht sich. Ich komme aber wieder. Was hast du? Wenn ich mein Taschengeld zusammengesammelt habe, meinen Sprit aufgetankt habe, wieder, sag ich dir, aufgeholt. Also bei euch kann man echt gut lachen. Immer. Ich hab echt noch nie so richtig mit den richtigen YouTubers. Das ist doch gut. Das ist jetzt berühmt. Hey, ja. Ich selber auch einer bin. Dich werden jetzt die Menschen auf der Straße nach dem Autogramm fragen, ist das hier. Das war passiert. Was jedes Mal, Alter, du hast doch mit Löhr gespielt, du weißt ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, bestimmt. Ach komm, übertreibt man nicht hier. Dann sag ich immer, ja, haben die mich immer nach deiner Morgen gefragt? Ich so, nee, kann ich nicht machen, Mann, das ist privat. Ja. Nee, schade. Kannst du immer ein Autogramm klammern? Ich so, ja, ja, klar, irgendwann mal. Was ich noch sagen wollte, Löhr? Ja. Ich bin ja so richtig aktiver Junge auf YouTube und so. Ich hab mir mal so den Kanal geguckt, warum wird bei dir, also wenn man deine Videos guckt, bei dir deine Abonnenten anzeigen? Warum wird bei dir deine Abonnenten zeigen? Ich hab das ausgeblendet. Die ist so groß, die wird nicht mehr angezeigt. Die Zahl passt da nicht mehr rein. 20. Ich will die Leute nicht neidisch machen. Die Zahl ist einfach so groß, dass die wird da gar nicht mehr angezeigt. So, das ist halt das Ding. Ich hab man, 25. Ne? Ich hab nicht viel, ich hab nur 88. Und einer davon bin ich. Weil genau. Ich hab viel gespielt und hab dich dann sofort abonniert. So wie same, ich hab ihn einfach in Smash Schnellspiel gefunden. Und dann genau. Aber ich hab einfach nur so aus Just for the Lull, hab ich einfach nach dem auf YouTube gesucht. Und mir ein paar Videos hab ich auch, wirklich. Direkt in die Kommentare geschrieben. War funny. Doch man, Loa! Tja! Wollte man hier einmal gewinnen und da hat er noch was vor dem Ziel, dann bin ich krieg. Oh, aber wer ist erster? Okay, wir. Ja, und ich teilen uns das mal wieder. Jeder mal eine halbe Stunde eine Krone dann. Okay, wir überziehen noch ein bisschen. Kann die auch noch? Ja, wir überziehen noch mal so 4 Level, sage ich jetzt mal. Ich. Sagst du, du stellst deinen Timer nochmal neu? Ja, das schaffe ich schon. Hol's auf der Autobahn wieder raus, wenn du einfach ein bisschen schneller fährst. Es muss doch mit Jolly, mit Sinem auch nochmal gespielt werden. Mindestens einmal. Kannst du auch sprechen? Nee, leider ohne sprechen. Die Akku ist leer vom Handy. Okay. Das ist eine Ausrede. Eigentlich kann ich nur Gebärdensprache. Das bringt bei mir so Spaß. Jetzt nehme ich mal einen anderen Charakter. Jetzt können wir für die normale nehmen. Wen hast du nie? Iggy oder Wendy? Warum haben die überhaupt Wendy reingenommen? Ist so, hä? Weil die haben ja alle Cooperlinge reingenommen und dazu gehört auch Wendy. Ja, aber der coolste ist immer noch Ludwig. Ludwig von Cooper. Der ist halt die coolste Friese, ne? Halt, ja. Fuck. Deswegen soll er doch heute haben. Auch halt mein Liebling. Also Charlie ist gerade auf Toilette, deswegen warten wir noch ein bisschen. Achso, ich hab mich schon gewundert, warum nichts passiert. Alles gut. Zeit habe ich genug. Ja, ich nicht. Ich geh. Da läuft der Timer. Jolty, beeil dich. Ich bin auch mal ganz kurz weg. Ich zieh schon mal eine Hose an und so. Ja, dann kommt sie so und dann noch länger, weil Herr von Dorn immer noch länger braucht. Auch der lang sein Ziel.
So, dann drücke ich doch jetzt mal weiter. Scholti scheint wieder da zu sein. Achso, er ist wieder da. Ich bin wieder da, ja. Gar nicht mehr. Ich sehe auch schon mal gerade Schuhe nebenbei an, damit ich direkt los kann. Was man nicht alles... Das Spiel kannst du auch mit einer Hand spielen, wenn du so einfach ist. Mit einfach Bewegungssteuerung. Genau, mit einer Hand, ja. Ja, Bewegungssteuerung. Du musst ja nur A drücken. Ich muss nur rutschen können, Gas geben und lenken, ja. Hast du auch fünf Finger. Brauchst du nur eins, zwei, drei. Ich brauche nur drei Tasten. Bei 150 CCM. Reicht ja mit einer Hand. Ich meine, du hast doch fünf Finger. Bei mir alle. Kann gut sein, dass die Wolle sogar auch noch reinkommt. Du brauchst vier. Stimmt. Links, rechts, den Stick da. Ja, du brauchst vier. Aber dann bleibt da noch einer übrig. Den Stick. Kann man doch auf jeden Fall mit einer Hand spielen. Ja. Jetzt ist noch Sinem dabei, jetzt wird's kritisch. Also dritter Platz wäre schon erstrebenswert. Dritter Platz wäre schon erstrebenswert, so hinter Löhr und Sinem. So, ich habe jetzt ein neues Auto. So. Die Bolide mit den roten Reifen. Hinter mir? Ja. Ah ja, bin ich lahm. Sinem, du bist erster. Natürlich. Immer. Aua. Und die trifft einen immer. Ich glaube, die hat einfach nach hinten so ein Visier. Du bist eingefahren, das habe ich selber gesehen. Also egal, wann man hinter der ist, die trifft einen systematisch einfach aus Prinzip immer. Das habe ich gesehen, dass du reingefahren bist. Kannst du jetzt nicht raussehen. Wer ist wo reingefahren? Na, Keno ist bei ihr bei Sinem. Nee, die hat mich abgeschossen tatsächlich. Nein. Die hat mich abgeschossen, kein Scheiß jetzt. Oh Gott. Jetzt hat sie mich abgeschossen. Den neuen zu machen. Oh. Du hast jetzt Löhr getroffen, Keno. Ach, das ist egal. Hauptsache das ist egal. Das ist egal. Solange mein Spruch. Solange mein Spruch irgendeine Wirkung hat, passt das. Aber kann mir kann sagen, wen ich gemeint habe. Oh Gott, wer der Grün. Holy fuck. Ich will gerade meinen. Och, Löhr. Das wird sehr knapp, das ist also knapp. Achso, ich wurde es nicht. Och, echt jetzt? Da trifft er mich halt auch. Ja. Schieß mal schön den roten Panzer ab. Will ich ja nee, du. Das reicht schon. Keine Seuche an uns zweiten. Oh Gott, Mann. Aber aus irgendeinem Grund ist er gerade in den falschen Richtung gedriftet. Warum auch immer. Endlich. Mein Ludwig von Cooper wird mal wieder alles einwaschen. Oh, scheiß Banane. Hey, Scholti ist erster, das gibt's nicht. Wie verrückt. Mit Sinem und Löhr in der Runde ist ja krank. Aua! Der hat Norden verdient. Ja! Die Scholti hat Norden verdient, ja. Ach man, am Ende wurde ich wieder nur getroffen. Ich hatte Gott sei Dank vier Pilze gehabt, um noch Löhr zu überholen. Wer ist denn der andere, oder? Achso, oh, nein. Wer ist da jetzt drin? Hallo? 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 Ich glaube, das ist die Sine, wenn ich jetzt raus. Nee, muss. Es könnte die Woli sein. Ja, hi. Lol, stimmt. Hallo, Woli. Hallo. Ja, aber nicht, aber Sine. Hi. Ja, die ist auch gerade nicht im Rennen, ist noch eine andere, die bei uns im Chat ist. Ich habe kein Mario Kart. Ach so. Oh, schade. Ein Trauerspiel. Du willst jetzt einfach nur zuhören. Ja. Sie ist ein Was? Teil dieser Community. Ja. Sie möchte dazugehören. Oh, sei doch nicht so fies, Kenu. Ich hab doch nur gesagt, sie möchte dazugehören. Loa, wann kommt denn dein Video on? Bitte was? Wann kommt denn dein Video online? Keine Ahnung, kann ich so nicht sagen. Ich hab noch ein paar Teile davor. Der Löhr hat immer mindestens so 300 Folgen separat. Also ist aber. Ich glaube, vor drei Wochen war dieses. War unser erstes Match in Smash Bros. Das ist jetzt, glaube ich, vor zwei Tagen hochgeladen worden. Aber das hat er mir auch im Voraus gesagt. Das muss man ihm ja zugutehalten, das hat er mir im Voraus gesagt, dass das ein bisschen länger dauern kann, weil er noch genug auf der Platte hat.
Ist ja auch alles legitim. Aber habe ich halt schon irgendwie wieder vergessen. Dann stand da so Video hochgeladen, ich so, oh, krass, neues Video. Und dann guck ich drauf und dann denke ich mir so, kenne ich doch irgendwo her. Moment. Das Video habe ich auch gesehen von nur, wo er mit Sinem und Dr. Eggman angesprochen hat. Weil du gesagt hast, Sinem ist dabei, das ist echt nicht. Aber ich sehe so in der Videobeschreibung. Ja, natürlich. So könnt ihr euch auch selbst finden auf YouTube. Ja, aber niemand will doch nicht wirklich Dr. Eggman da eingeben. Du bist doch da wirklich stark. Na, ich hab das halt eben gemacht, damit jeder halt eben auch die Videos sehen kann, wo er selber mitgespielt hat. Ach ja, schon, okay. Ey, Genu, mach dich nicht so breit. Ja, ich bin halt breit, Mann, war pumpen. Ich bin halt richtig Kante geworden. Mach ich mir die dicke Klemmen, Alter, das riecht Pumpengang und jetzt geht's los. Das ist doch nur ein Stück. Rennfahrer professioneller. Ja, nee, meine Muskeln sind stahlhart, das interpretierst du falsch. Aua. Boah, jetzt kommt hier noch eine Rakete. Ach ja, Donut Ebene, fällt mir gerade auf, warum ich die ganze Zeit nicht Zweiter werde, obwohl ich wie ein Meister mit den Pilzen abkürze, weil Leon natürlich, ne, Donut Ebene, kannst du fahren, was du willst, wird trotzdem nix. Ne? Das ist halt seine Strecke. Er kann halt. Ist ja verrückt. Aber Scar, Leon schickt meistens die Videos in die Gruppe, wenn er die fertig hat. Genau. Für uns dann. Ach so. Kannst du die schon im Voraus sehen. Kannst du die als allererster Mensch auf dieser Welt sehen. Stimmt doch gar nicht, ich will ja auch nur. Warum? Ich will nicht Daisy nehmen. Switch, auf selbst mein Kriterium zu wählen. Ich würde einen Shagai nehmen. Whitey. Ich versuche die ganze Zeit Maps zu nehmen, die wir noch nicht so hatten, weißt du, so Tic-Tac-Trauma. Ist ganz cool. Den schaut ihr gerade. Ich war für eine Millisekunde vor dem Weltrekordhalter. Der Weltrekordhalter, stimmt. Hab ich noch viel zu wenig heute gesagt. Das ist doch gar nicht TikTok-Trauma, das ist Tic-Tac-Trauma. Tic-Tac, ja, nicht TikTok. Du hast TikTok gesagt. Ist mir egal. Ich weiß es nicht mehr. Man kann's. Das ist eine Uhr. Loa macht Videoaufnahme, da kann ich mir das anhören. Genau. Videoaufnahme ist drin. So, das vorletzte Rennen. Band. Vorletzte. Für heute. Tut mir echt leid, aber ich muss da echt los. Ah, nee, ich bin ab morgen früh weg. Da bin ich, ich sag jetzt mal auf Deutsch gesagt, Zelten. Zelten. Und auf Englisch? Nee, ich sag jetzt mal mittelalterlich. Das ist ein Hobby von mir. Das ist immer eher Lagern, nennt sich das, nicht Zelten. Achso, mein ist Hobby ja verrückt. Ist Tennis spielen. Ist das dieses La... Das was? Ja nix... Jetzt finde ich, wie heißt der Fachausdruck dafür? Sag mal, wie man es so unter dem Fachjargon nennen würde. Lagern. Lagern einfach noch so. Ja, man schlägt so gesehen sein Lager auf und lagert dort, statt zu zelten. Ist ja verrückt. Soll ich mit Lagerfeuer und so? Im Hintergrund einfach mal die Woli mit drin, lol. Ja, einfach so. Okay. Ist ja verrückt. Ist sehr spannend. Ist ja funny. Die arbeitet heimlich bei CIA. Die nimmt hier alles auf, schickt das alles an die NSA weiter. Genau. Das, Ja, ich weiß alles über Video, Ton oder Waffung. Jo, wo bist denn du? Du bist doch so. Die nächste WhatsApp-Chat, in denen sie gar nicht drin ist, steht auf einmal Wolli. Ich hab das gelesen. Sinem! Die hört dich nicht. Mann, die hätte mich hören sollen. Dann hätte sie gehört, dass ich ausgerastet wäre. Die hat mich in der Bombe losgetroffen. Ja, die schmeißt gern Bomben nach hinten. Ich der Bombenleger. Oh, ja, dann soll ich nicht sagen. Ich nehm auf. Oh, Entschuldigung. Ich liebe Amerika. Mach's gut. Loa, wann kommst du denn eigentlich wieder? Weil ich kann noch Sonntag. Okay. Ich komme erst Sonntagabends wieder, aber da kann ich nicht mehr spielen. Ich muss hab Montag wieder Frühdienst, dann muss ich wieder 3 Uhr raus. Das geht nicht. Ja, und wann geht das wieder? Kann ich euch später schreiben, das weiß ich jetzt gerade nicht. Müsste ich erstmal. Der Löhr immer zeitliche Updates raus, ne? Wann er mal wieder mit seinem
Autogramm schreiben und so fertig ist, wenn er mal wieder Zeit findet für seine Community. Als ob mein Klo. Hey, Scholdi ist Dritter, wie geil. Wir waren alle knapp beieinander und Sinem macht das mal wieder. Ist mal wieder so gut. So, jetzt im letzten Rennen mach ich den Sack zu. Im letzten Rennen mach ich den Sack hier zu. Boom. Was? X. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder taktisch überlegen, welche Map hier mir einen taktischen Vorteil geben würde. Ich denke, hier habe ich eine 40 zu 50,843 Chance zu gewinnen. Hier habe ich eine Chance zu gewinnen auf dieser Strecke. Käseland, echt jetzt Kelo? Ja, Käseland ist eine schöne Map. Und ist... Jawoll! Schock Giselle! Das ist das Glück einfach auf meiner Seite. Wie gesagt, ich mach den Sack jetzt zu, mein Freund. Das ist einfach, das ist ein gutes Omen für mich. Ja. Ich muss immer echt mit mir ändern. Ich kann doch nicht mit Glatze rennen. Welche Map spielt ihr? Käseland. Käseland. Jetzt geht's ab. Nein! Jetzt wird hier ein bisschen Dominanz gezeigt. So, Sinem. Ein bisschen Respekt zeigen hier. Achso, kann ich mit. Wo ist denn Loa? Ich komm noch. Keine Sorge. Ist ja wieder mal auf den ersten, so wie man das auf der Map. Alter, wenn da wieder 5 Leute mit Pilzen kommen und einfach alle über dich hinwegfliegen. Verrückt. Zieh dem! Bleib hinter mir! Shorty. Die ist, glaube ich, noch hinter dir. Nee, die ist vorne. Ich bin Erster. Ja, Oh Gott, Jordi. Und getroffen auch noch. Über dreimal Bande Kehle und ich schmeiß mich aus der Map raus. Ah. Weißt du warum? Weil ich cool bin. Dafür gibt's einen. Nein! Doch? Glaub mir, die Respektschelle kommt noch. Die Respektschelle wird folgen. Ein blauer. Also ich bin ja insgeheim für Sinem. Ich bin Zweiter, das reicht mir. Wenn ich hier auf dieser Platzierung bleibe, dann ist alles super. Gehe ich auch gar kein Risiko mehr ein, das spiel ich jetzt aber safe runter. Ja. Oh Gott, okay, da war ein Käsestapel, da hab ich auch... Gut, ich bin Dritter, damit kann ich mir auch noch zufrieden geben. Ich spiele das jetzt einfach safe runter. Blöhr, mach einfach keinen Scheiß, danke. Schieß jetzt auch nicht ab, Blöhr, weil ich aber weiß, es hat eh keinen Sinn. Weil es juckt mich schon so ein bisschen in den Fingern, ach Scheiß. Bro. Komm schon, mal auf den Ersten, jawoll. Ich den Sack zu, Erster. Wie geil. Da hab ich den Sack zugemacht. Ja, hab ich doch gesagt, Käseland. Und Erster, na, Zweiter, das passt noch. Zweiter mit Sinem, Kinos, so. Ja, Glückwunsch. Naja, ich hab doch gesagt, jetzt mal hier den Sack zu. Da hab ich noch den ersten geholt. Runde. So, und jetzt Noah, beeil dich. Dein Verlobte wartet. Da hab ich den Sack zu. Das stimmt, ein Silberpokal. Okay, dann danke ich euch auch fürs Spielen. Immer doch. Bitte, bitte. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall, war klasse. Und ich werde also anrufen. Genau. Dann also tschüss. Ciao. Tschüss. Bye. So, das. Wolle ich wieder aus dem Hintergrund. So, das war. Ja. Dings. Anruf verlassen. So. Ja, das war Mario Kart 8 Deluxe auf Nintendo Switch und ich muss jetzt gehen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Tschüss.